Der nächste Gegner von Nomadi SK ist anscheinend so gut wie in trockenen Tüchern und am Wochenende haben wir die Octagon MMA Sommerparty in Bratislava gerockt. There is nobody in Octagon who are better than me in Octagon. Just give me my crown. Alles, was ihr dazu wissen müsst, gibt es jetzt. Ja, liebe Freunde des gepflegten Faustkampfes, aber vorher werfen wir mal noch einen Blick auf die Fightcard am 12.10. im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Es steht ja schon fest, dass dort das Who is Who des deutschen MMA-Sports und die absolute Elite des europäischen MMA im Käfig aufeinandertreffen werden. Das ist das absolute Superlativ. Krasser geht's nicht. Boah, ich hab das noch gar nicht so gesehen. Tschüss. Jetzt gibt es nochmal Verstärkung für die Fightcard, denn auch Arian Topalai wird definitiv am 12.10. in Frankfurt kämpfen. In seinem Short-Notice-Debüt bei Octagon konnte er sich gegen den Slowaken Roman Paulus durchsetzen und auch gegen den Slowaken Karol Rizavi, gegen den er eigentlich ein haushoher Underdog war, hat er in der ersten Runde richtig gut ausgesehen und direkt den Sack zugemacht. Mit diesen Leistungen konnte er die Octagon-Leute so sehr überzeugen, dass er sich direkt einen Platz am 12.10. im Deutsche Bank Park auf der Fightcard gesichert hat. Jetzt kommen wir aber mal zu den Ergebnissen vom Wochenende bei der Octagon MMA Sommerparty in Bratislava. Milan Datelinka war 3 Jahre bei Octagon außer Haus und meldet sich jetzt mit einem Blitz-K.O. zurück und er hat direkt mal von Jamie Cordero das Rezept geklaut, um seinen Gegner Andrei Raschka in der ersten Runde nach wenigen Sekunden aus den Latschen zu hauen. Gerade einmal 14 Sekunden hat er für seinen Gegner gebraucht, um ihn ins Land der Träume zu schicken. Meine Damen und Herren, das Mittelgewicht hat einen neuen Contender. Was awesome! Octagons Bantamgewicht Jonas Magath sollte ja eigentlich vergangenes Wochenende um den Titel kämpfen. Jetzt hat er aber gegen den Bellator-Veteran aus Kanada, Josh Hill, einen souveränen Punktsieg eingefahren und jetzt ist schon mal die Weiche dorthin gestellt, wo es für Magath die nächste Station ist. Er will natürlich um den vakanten Titel im Bantamgewicht bei Octagon kämpfen. Of course, I am the title, baby. I keep telling you this. I am the title. Fragt sich nur noch, gegen wen? Schauen wir mal, was wird? Was wird? Einem weiteren Mittelgewichtler, der ein wirklicher Underdog am Samstag war, ist eine kleine, aber feine Sensation gelungen. Denn der Pole Piotr Wawrzyniak hat sich gegen den ehemaligen Tipsport Gamechanger-Finalisten und UFC-Veteran aus Griechenland Andreas Michalidis durchgesetzt. Es war wirklich ein sauknappes Match. Er kam ein paar Mal echt ins Straucheln, aber er hat es geschafft, sich durchzubeißen und am Ende einen knappen Punktsieg einzufahren, um seinen Traum, den Gürtel, den er schon einmal umgeschnallt hatte, wieder ein kleines Stückchen näher zu kommen. Und mit dieser Leistung macht er natürlich von sich reden, um wieder ins Titelrennen einzusteigen. Vielleicht sogar, wer weiß, gegen einen Mittelgewichtler wie Kerim Engizek. Denkst du, du wärst zu alt, um noch mit MMA anzufangen? Der Mann, der jetzt kommt, hatte vor wenigen Tagen seinen 47. Geburtstag und hat vergangenes Wochenende seinen letzten MMA-Kampf bei Octagon bestritten. Das ist Peter, the Monster Kniezje aus Prag. Der Mann humpelt, weil er mal einen Motorradunfall hatte und jetzt sein rechtes Bein nicht mehr gescheit beugen kann, aber trotzdem hat er es irgendwie geschafft, mit Willenskraft und Muskelkraft seinen Gegner aus der Slowakei in die Schranken zu weisen. Nach einer kurzen Abtastphase im Stand, bei der Kniezje auch gut getroffen hat, ging das Match dann an den Boden und wenn Peter Kniezje einen Arm-Triangle-Choke am Boden zuzieht, dann gibt es daraus kein Entkommen mehr. Wow, was für eine Leistung, gebt euch das mal. Der Typ hatte vor 25 Jahren seinen ersten MMA-Kampf und jetzt hat er seiner Karriere den krönenden Abschluss aufgesetzt. Im Reservekampf um den Tippsport Gamechanger gab es noch einen weiteren slowakischen Lokalmatadoren, der dem Publikum dort richtig gute Stimmung und ein paar heftige Momente beschert hat. Ivan Buchinger hat sich bei Octagon siegreich zurückgemeldet. Er kam rein, hat eine Schlagkombo nach der anderen gelandet und sein Gegner permanent bombardiert und mit Schlägen eingedeckt. Und als sein Gegner Lukas Rajewski dann schon aussah wie Dresden 45, noch weitere Kniestöße zum Kopf bekommen hat und dann in einen Darth-Choke genommen wurde, sitzt das Ding irgendwann so fest, dass der Pole irgendwann abklopfen musste und Ivan Buchinger einen triumphalen Sieg vor heimischer Kulisse feiern konnte. Ganz, ganz wichtiger Sieg für die slowakische MMA-Legende. Und er hat mir nach dem Kampf sogar gesagt, dass er verletzungsfrei ist und auch schon bald wieder einsatzbereit wäre. Es gibt eine Technik, die ist einfach saugeil anzusehen. Man sieht sie aber weniger im MMA, sondern eher im Boxen. Na, kommt ihr drauf? Bingo! Ich rede von K.O.s zur Leber. Und genauso ein mustergültiges Brett hat uns Federgewichtschampion Lozen Keita am Wochenende beschert. In einem klassischen Striker gegen Grappler-Match im Tipsport Gamechanger Viertelfinale hat es am Wochenende mit dem serbischen Grappler Predrag Bogdanovic aufgenommen. Aber nachdem Keita die ersten Takedowns verteidigt hatte, machte sich bei Bogdanovic schon mal Panik und Ratlosigkeit breit.
Sicherheit. Der Sargnagel war ein wuchtiger Körperhaken, der echt schmerzhaft aussah. Damit ist der belgische Panther einen Schritt weiter und hat sich somit für das Halbfinale im Tipsport Gamechanger qualifiziert. There is nobody in Octagon who a better wrestler than me in Octagon. Look who I fought, look who I beat. Just give me my crown. Und er hat doch direkt seinen Tanzpartner fürs Halbfinale vor die Fäuste bekommen. Und das ist Mateusz Ligierski, bei Octagon noch unbesiegt und ehemaliger Champion im Leichtgewicht. Also meiner Auffassung nach wird das der mit Abstand härteste Test für Lozan Keita im schwarz-gelben Käfig. Und wir werden am 21.09. in Brünn herausfinden, wer sich von den beiden fürs Finale durchsetzt. Im zweiten Viertelfinalkampf im Tipsport Gamechanger traf der Leichtgewichtschampion Ronny Paradeiser auf den ehemaligen KSW-Champion Daniel Torres aus Österreich. Paradeiser hat aber seine Reichweite und seine Distanz gut genutzt und Torres permanent von sich weggehalten. Der hat wirklich nichts anbrennen lassen. Nach drei Runden voller langer Fäuste von Paradeiser sah das Gesicht von Torres dann inzwischen aus wie ein Truppenübungsplatz, aber er hat sich mit Siegeswillen noch durchgebissen. Klarer Sieger nach Punkten war dann aber der Mann aus der Slowakei. Und auch der hat schon seinen nächsten Tanzpartner fürs Halbfinale am 21.09. getroffen und das ist der Spanier Akoidan Duque. Und wer von diesen beiden Herrschaften ins Finale kommt, auch das werden wir am 21.09. sehen. Ja, das hat doch ordentlich gescheppert am Wochenende. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Deswegen habe ich schon mal eine wichtige Info für euch für die nächste Fightcard in Deutschland. Genauer gesagt am 7.9. in Oberhausen. Es ist ja mittlerweile auch schon hinter Mond angekommen, dass jetzt Lomali Eskiev bei Octagon unter Vertrag ist und dass auch er in Oberhausen kämpfen wird. Weil ihn jetzt aber schon viele Kämpfer gemieden haben, abgesagt haben und es echt nicht leicht für ihn ist, einen Gegner zu finden, erregte er am Mittwoch Aufsehen mit dieser Instagram-Story. Also lasst uns doch mal überlegen, wer damit gemeint sein könnte. Es muss ja ein 66 Kilo oder 70 Kilo Leichtgewicht sein, der bei Octagon schon einige erfolgreiche Kämpfe bestritten hat. Schauen wir doch mal nach, wer kommt denn da in Frage? Vielleicht Vlado Lengal? Der hat schon einige Kämpfe bei Octagon abgerissen und dem wäre es auf jeden Fall zuzutrauen, dass er definitiv keinen Schiss vor Eskiev hat. Jakub Donal? Ja, gut, der ist stabil, aber Legendenstatus bei Octagon würde ich ihm jetzt noch nicht zuschreiben. Ivan Buchinger? Ja, wäre ein echt geiles Match. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob der nicht lieber in der Slowakei kämpfen würde. Oder wie wäre mit Shamrock? Natürlich nicht. Was meint ihr dazu? Was schätzt ihr, wen Lomali mit dieser Aussage gemeint hat? Und was wäre eure Wunschvorstellung, gegen wen Eskiev am 7.9. bei Octagon in den Käfig steigt? Schreibt's gerne mal in die Kommentare, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und für den Fall, dass ihr noch keine Karten für den 7.9. habt, schnappt sie euch auf octagontickets.de und seid dabei, wenn Lomali Eskiev, Tamerlan Dulatov und einige weitere Hochkaräter dort in den Käfig steigen. I would never drop the ball, I know I make it look easy, yeah.